Hallihallo, meine Lieben. Wie ich ja bereits schon in die Diskussionsbox geschrieben habe, war es hier auf dem Kanal ein wenig ruhig in letzter Zeit. Was daran liegt, dass ich ja eigentlich den Kanal damals erstellt habe, weil ich Bastelvideos machen wollte. Ich wollte jetzt keine Anleitungsvideos unbedingt machen. Wobei doch, eigentlich hatte ich vor, Anleitungsvideos zu machen, was aber eigentlich Blödsinn ist, weil die gibt es ja auf YouTube schon zu Genüge. Ja, ich habe dann, um meine Schüchternheit zu überwinden, ich wollte erstmal überhaupt austesten, ob ich mich traue, vor der Kamera zu reden und es zu veröffentlichen. Das wollte ich ausprobieren und das habe ich dann getan, indem ich Hauls gedreht habe. So, Hauls möchte ich aus diesem Grunde nicht mehr drehen, weil mir das einfach zu heikel geworden ist. Im Moment wird ja jeder wegen jedem in Deutschland abgemahnt. So. Aktuell, ganz großes Thema ist, dass man für nicht oder falsch deklarierte Werbung abgemahnt wird, die man absichtlich, unabsichtlich selbst macht. So. Ein Shopping-Haul ist Werbung für den Laden, in dem man einkauft. Für die Produkte, die man da kauft, logischerweise, ob es jetzt ein Eigenprodukt dieses Ladens ist oder ein Produkt eines bekannten Herstellers, ist egal, es ist quasi Werbung. So. Mir ist das persönlich zu heikel. Ich weiß, es machen ganz viele noch weiterhin Shopping-Hauls. Mir persönlich ist das zu heikel, weil es ist eine Grauzone. Es ist eine Grauzone und es laufen so viele A-Löcher da draußen rum, die wirklich nur danach gucken, wer was falsch macht, um dann eine Abmahnung zu schicken, um halt den großen Reibach zu machen. Für gewöhnlich gehöre ich zu der Gattung Mensch, die sich denkt, so schiet drupp, lass die machen, ich mach mein Ding und sollen die doch kommen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist mir. Ich habe so viel Stress, allein schon im normalen Alltag. So, ich habe so viel Stress, was man so zwischendurch so auf eBay und Kleinanzeigen so erlebt, was da für Vollpfosten rumlaufen. Und ja, ich muss nicht auch noch Stress mit irgendwelchen blöden Abmahnquerulanten haben. Also nee, ist mir persönlich zu heikel und mache ich einfach nicht mehr. Ich mache keine Holz mehr. So, ich habe dann jetzt tatsächlich die ganzen letzten Wochen darüber nachgedacht. Wie geht's mit dem Kanal weiter? Weil mir fehlt das. Ich brauche das einfach. Ich quatsch zu gerne, ich bastel gerne und ich quatsch gerne. Und ich wollte einfach wieder quatschen. Mir ist dabei sogar egal, ob es einer guckt, ob es einem gefällt. Hauptsache, ich kann einfach mal für eine halbe Stunde nonstop Blödsinn quatschen. Das tut mir so gut. Ich quatsch auch mit meinen Katzen. Die antworten mir auch nicht. Das ist total, aber das tut gut, einfach nur zu reden. Manchmal tut es einfach nur gut zu reden. Und ja. Deswegen habe ich mir jetzt die ganzen letzten Wochen überlegt, wie es mit dem Kanal weitergeht. Ich habe einiges ausprobiert. Einige Videos sind echt scheiß Fails geworden. Deswegen haben wir jetzt hier auch in so ein Setting, wo ich so quasi schräg zur Kamera sitze. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert alles, wenn ich auch so bastel. Wir werden das herausfinden. Eigentlich habe ich mir in der Zeit, wo ich überlegt habe, wie es weitergehen soll, auch Google angeschmissen und geschaut gehabt. Es ist wohl irgendwie möglich. Ich habe, also für mich ist das echt ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe gelesen, man kann irgendwie das Display vom Handy auf den Laptop gleichzeitig so übertragen mit einer App, mit whatever. Ich habe es nicht kapiert, das ist das Problem. Ansonsten hätte ich es gemacht, weil das wäre so viel bequemer. Punkt ist aber, ich muss das Display sehen, weil ich sehen muss, was die Zeit hier macht, weil nach circa einer halben Stunde macht mein Handy und versaut mir das Video. Habe ich beim Ausprobieren einige Male gehabt und deswegen ja, ist das keine Option. Ich muss sehen, was auf dem Handy-Display abgeht. Das ist das Erste. So, ja. Wie gesagt, ich möchte keine reinen Anleitungsvideos machen. Klar, ich zeige euch, was für Arbeitsmaterialien ich verwende. Ich gebe gegebenenfalls Warnhinweise, was bei einigen Materialien, die ich benutze, wichtig ist, weil Resin ist Chemie. Da machen wir uns nichts vor. Da müssen einige Schutzmaßnahmen getroffen sein.
Ja. Das und ja klar, ich werde auch erklären, was ich mache und warum ich es mache, weil das macht keinen Sinn, wenn ich einfach nur ein Video mache und einfach nur drauf loslaber, irgendwie über Gott und die Welt und gar nicht erkläre, was ich mache. Klar, ich werde viel über Gott und die Welt labern und wie mir der Schnabel gewachsen ist, ja. Aber ich werde auch an gegebener Stelle dann logischerweise auch erklären, warum ich was gerade mache. Aber ich muss ja nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel Resin gieße und 10 Minuten nonstop irgendwelche Farbe da reinträufeln, muss ich ja nicht sagen, jetzt mache ich da die Farbe rein und die und die und die und so. Das macht ja keinen Sinn, ne? Das seht ihr, denke ich, ein. So. Ja. Das wäre der erste Teil von dem Video. Also wie gesagt, ich werde hier jetzt wirklich nur noch basteln. Also es wird keine Holz mehr geben. Es sei denn, es ändert sich wie durch ein Wunder doch nochmal wieder was, dass diese ganzen Abmahnverrückten irgendwie mundtot gemacht werden. Ich erinnere mich, es gab Anfang des Internetzeitalters gab es auch schon mal so eine behämmerten Abmahner, die meinten, alles und jeden wegen allem und jeden abmahnen zu müssen. Und das hat sich dann ja irgendwann wieder gelegt gehabt. Und jetzt irgendwie so seitdem die DSGVO-Scheiße in Kraft getreten ist und das auch schon immer verrückter geworden ist und auch noch immer verrückter wird, da sind ja auch noch etliche Sachen, die wirklich, also, ja, da irgendwie seitdem wird's so ganz verrückt mit den Abmahnern. Da springt ja irgendwie jeder wie so ein Springteufel aus der Kiste und Abmahnen, du hast da vergessen, eine Datenschutzerklärung reinzuschreiben, du hast da vergessen die Angaben und whatever. Also irgendwie ist das so richtig schlimm geworden und gut, klar. Wenn ich euch meine Arbeitsmaterialien zeige, die ich benutze, dann steht da der Produktname drauf. Aber ich setze keinen Link. Ich setze keinen Produktlink. Ich würde euch gerne die Produktlinks setzen, aber wenn ich das mache, in dem Moment, wo ich einen Link setze zu einem Produkt, ist das auch schon wieder so laut Definition Schleichwerbung. Das animiert euch dazu, dass ihr dann bei dem Hersteller oder bei dem Lieferanten kauft und ja. Mache ich auch nicht. Also, ich werde definitiv auflisten in der Infobox, was ich benutzt habe, aber ich werde keinen Link setzen. Könnt ihr euch dann selbst raussuchen, was ihr braucht oder möchtet. Und, oder wenn gar nicht anders, denn ich habe meine Facebook-Seite, meine Künstlerseite von Facebook, die habe ich verlinkt. Über die müsstet ihr mich auch bei Facebook finden, dann schreibt mich da an oder schreibt mir hier irgendwie in die Kommentarbox eure Frage und ich beantworte die dann separat. Ah, ich werde auf jeden Fall keine Produktlinks irgendwo setzen, wo es öffentlich wäre. So. Ja. So viel dazu, wie der Kanal hier weitergeht. Es wird das erste Video von, ich schätze mal, 3 Videos heute sein. Ich sag jetzt an dieser Stelle erstmal Tschüss. Also wer jetzt noch Interesse an dem Kanal hat und weitergucken möchte, tut das. Aber ihr wisst jetzt, worum der Kanal gehen wird. Es wird keine Holz mehr geben. Es wird viel gelabert werden. Es wird keine reinen Videotutorials geben. Und ja, wer mit so einer Art Videos überhaupt nichts anfangen kann, ja, der braucht hier nicht bleiben und braucht nicht zugucken und braucht mir auch keine Hate-Kommentare oder sowas hinterlassen. Weil ich mache das hauptsächlich für mich, weil das für mich gut ist, wenn ich einfach mal zwischendurch so ein bisschen quatschen kann. Und ja. Wie gesagt, und zu den Bastelvideos, die ich mache, werden dann halt auch Craft-Updates und Pop-Outs kommen. Das gehört einfach dazu. Wenn man mit Resin bastelt, dann dauert das, bis das hart ist. Und dann gibt es dann zum Rausholen ein eigenes Video. So, so viel an dieser Stelle. Und ja. Ach so, und wenn irgendeiner zugeschaut hat, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe nicht geschnallt, wie das funktioniert mit Handy-Display auf Laptop übertragen. Vielleicht hat ja einer zugeschaut und kann mir diese Frage tatsächlich beantworten, ohne dass ich Google brauche. Vielleicht hat jemand dazu einen Link zu einem YouTube-Video oder kann mir selbst halt erklären, was ich machen muss. Weil das wäre für mich eigentlich einfach.
Besser, wenn ich da direkt auf den Laptop gucken könnte, weil den sehe ich besser wie das Handy-Display. Und dann könnte ich das mit der Kamera hier so ein bisschen besser stellen, was für mich das Arbeiten angenehmer machen würde. So, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Video wieder. Zumindest alle, die ich jetzt nicht vergrault habe mit dem Umgestalten, sage ich jetzt mal, dieses Kanals. Wobei, es ist kein Umgestalten, es ist eigentlich genau das, was ich eigentlich von vornherein vorhatte mit diesem Kanal. Von daher ist das nur jetzt mit diesen ganzen Schleichwerbung waren der nötige Arschtritt, den ich gebraucht hatte, um tatsächlich auch mal mit den Bastelvideos anzufangen. Ich verliere hier gerade meine Stimme. Ich werde jetzt hier wirklich unterbrechen und dieses Video beenden. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Und bis gleich oder auf Wiedersehen. Tschüssi!